Kiewer Vorstadt, Bürgermeister von Hostomel durch russischen Angriff getötet. In Hostomel wurde der Bürgermeister bei einem Angriff getötet. In Hostomel liegt der Militärflughafen Antonov, der weitgehend zerstört wurde. 1/4 Juri Ilich Prylipko war Bürgermeister von Hostomel. In Hostomel liegt der Militärflughafen Antonov. AFP, dieser wurde bei einem Angriff der Russen weitgehend zerstört. AFP. Darum geht's, die russische Armee rückt weiter auf Kiew vor. Bei einem russischen Angriff wurde der Bürgermeister von Hostomel getötet. In Hostomel liegt der Militärflughafen Antonov. Der Bürgermeister der ukrainischen Kleinstadt Hostomel, Juri Ilich Prylipko, ist bei einem russischen Angriff getötet worden. Er sei gestorben, als er Brot und Medikamente an Kranke verteilte, erklärte die Stadtverwaltung am Montag auf Facebook. Nähere Angaben zu den Umständen machte sie nicht. Er hätte sich, wie hunderte andere, in einem Keller verstecken können, fügte die Stadtverwaltung hinzu. Aber er hatte seine Entscheidung getroffen und sei für die Gemeinde, für Hostomel und als Held gestorben. Zur Trauerfeier könne angesichts der Situation nicht eingeladen werden. Hostomel ist ein nordwestlicher Vorort der Hauptstadt Kiew und war wie das angrenzende Irpin in den vergangenen Tagen Ziel heftiger Angriffe der russischen Streitkräfte. In Hostomel liegt der Militärflughafen Antonov, der bereits zu Beginn der russischen Invasion angegriffen und weitgehend zerstört wurde. Bei 20 Minuten als Mitglied wirst du Teil der 20 Minuten Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben.